Du solltest lieber deine Nase in die Bücher stecken, anstatt der Tochter des Kommerzienrates nachzugaffen. Für die bist du keine Partie. Du hast schon wieder im Bett gelesen, wenn du nicht an deine Augen denkst. Aber bitte an meine Stromrechnung. Mit dem, was uns dein Vater hinterlassen hat, können wir uns das nicht leisten. Und bis du als Anwalt etwas verdient hast, vergehen noch Jahre. Diese Unordnung, wie man nur so leben kann. Und warum einer noch Bücher schreiben will, wo es schon zu viele davon gibt, wird mir auch ein ewiges Rätsel bleiben. Ich muss zur Vorlesung. Du hast noch nicht gefrühstückt. Das beginnt nach der Liebeserfüllung, nicht vorher. Da entfalten die Seelen ihre volle Stärke, nicht vorher. Da geht der Kampf in voller Rüstung, nicht vorher. Da stehen die Charaktere auf gleichem Feld, nicht vorher. Dein Frühstück! Da sind die Schranken zwischen zwei Menschen dahin, da erst, nicht vorher.
Seinen Anfang nahm das Abenteuer erst, als sie in Löwenberg ausstiegen. Sie durchschreiten einen Tunnel. Oben, im hellen Sonnenlicht, stand die Kleinbahn. Wie aus Holz gefügt. Steif und verspielt. Unsere Kleinbahn. Wölfchen, die nennen wir Emma. Hoffentlich fährt sie auch. Ach. Reiseführer. Wir haben ihn im D-Zug liegen gelassen. Du hast ihn im D-Zug liegen gelassen. Ja, ich habe ihn im D-Zug liegen gelassen. Mama sitzen jetzt im Kontor, fahren in der Stadt umher und glauben, ihr Töchterchen wohlgeborgen im Schoße der treu sorgenden Freundin. Hingegen? Naja, treu sorgen sorgst du ja für mich. Es ist schon Zeit, junger Mann.
Schon Zeit. Deine Geschichten. Kay Bennett! Schöne Blumen, Lindenblütenhonig, frische Eier. Kauft Erdbeeren, wunderschöne Blumen, Lindenblütenhonig, frische Eier, Kohlrabi, Gurken. Kaufen Sie Erdbeeren. Guten Tag. Sie werden ein paar Blümchen bieten? Ja, dieser da. Sind diese recht? Ja. Wie viel? Für Berlin ein Groschen. Dankeschön. Danke. Da! Einsteigen und die Türen schließen und Vorsicht! In der Botanik Bescheid. Ich oder ich? Ne Magnolie ist es. Meine Liebe, ich müsste bedauern, es mit einem kräftig geführten Schlag gegen Sie nicht bewenden lassen zu können. Alle Wesensmerkmale der Akazie deuten auch bei diesen Bäumen auf eine solche hin. Ist aber eine Magnolie. Herrgott, Lehre! Siehst du denn nicht diese typisch ovalen Blätter? Die weißen, kleinen, traubenförmigen Blütenstiele. Mädchen! Aber Wölfchen, wo es doch eine Magnolie ist? Rheinsberg!
Wölkchen. Claire? Welcher Koffer ist nun der kleinste, deiner oder meiner? Beide Segelschweine sind so klein, dass sie Verdacht erregen. Du bist ein Schandfleck. Ich war das Dekorum. Schon in Berlin nanntest du unsere Koffer Segelschweine. Alle Leute dreht sich nach uns um. Aber jetzt will ich wissen, welcher Koffer den meisten Verdacht erregt. Herzlich willkommen, die Herrschaften. Alles ist bestens besorgt. Wie bestellt? Ich bedanke. Wir bedanken uns. Bitte sehr. Sag mal, Frauchen, wo ist denn der Koffer mit dem falschen Geld? Das falsche Geld ist natürlich in deinem Segelschwein. Ah, da, ja. Wenn Sie mir folgen möchten, die Herrschaften. Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber die Berliner wollen immer alles wissen. Also, das hier ist der Untergang der spanischen Armada. Und das zeigt Großpapachens 70. Geburtstag. Beides ist von Rheinsberger Künstlern gemalt. Ihr Großpapa, Herr Wirt? Nein, das nun nicht mein Vorteil. Jetzt weiß ich nicht. Sollte ich den Kofferschlüssel zu Hause liegen gelassen haben? Och, mein Honeysackle. Das kleine Jungchen muss ja immer alles vergessen haben. Pack aus, mein Hullepulle. So, ich bin nun soweit. Jetzt frisiere ich mich und dann gehe ich spazieren. Und du? Das überlasse du nur mir. Es wird dir dann seinerzeit das Nötige mitgeteilt werden. Thank you.
Der Stil war im Großen und Ganzen einheitlich verzerrt. Sie sagten sich häufig Dinge, die nicht recht zueinander passten, nur um diese oder jene Redewendung anbringen zu können, den anderen zu irritieren, sein Gleichgewicht zu erschüttern. Das hier ist Schloss Rheinsberg. Das hier ist Schloss Rheinsberg. Unser Städtchen ist damit berühmt geworden. Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. hat es 1734 für seinen Sohn Friedrich II. Gekauft und dieser wiederum ließ es im Jahre 1737 umbauen vom Baumeister Knobelsdorf. Den Aufenthalt auf Schloss Rheinsberg nannte der Kronprinz die schönste Zeit seines Lebens. Wir wenden uns nun dem Ehrenhof des Rheinsberger Schlosses zu. Diese Kolonnaden schließen den Ehrenhof zwar ab, gestatten uns aber auch einen Durchblick in die Natur, die somit gleichsam in die Architektur einbezogen wird. Diesen Ausblick zum See gleichermaßen unterstützend, wird unser Auge von der Marmorstatue des Apollo angezogen. Diese und vier weitere Statuen, die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde darstellen, die ist der Prinz Heinrich im Zug der herrscherischen Umgestaltung der Schloss. Claire? Glaubst du, dass es hier Behrens gibt? Mm-mm. Eine alte Tante von mir war beinahe mal von einem Bären zerrissen worden, ja. Nein, habe ich das gesagt? Ich meinte nur. Aber du beschützt mich doch, ja? Ich schwöre. Pass mal auf, Wölfchen. Warum ist hier nicht überall der zweite Friedrich? So wie Herrn Sanssouci überall war. Auf jedem gehackten Weg, an jedem Boskett, hinter jeder Statue. Hier hat er gelebt. Tja, wüsstest du es nicht, würdest du es merken? Nein. Vielleicht muss man älter, machtvoller sein, um die Welt um sich zu formen nach seinem Ebenbilde. Wer ist heute so, wie der Alte war? Sehen unsere Wohnungen aus, wie wenn sie nur und ausschließlich dem Besitzer gehören könnten? Oh, ein Specht.
Siehst du einen Specht? Das ist kein Specht. Das ist eine Schleiereule. Ich habe ein außerordentlich feines Empfinden dafür. Ich vermute, du bist gewittig, über mich lustig zu machen. Wird diese Vermutung zur Gewissheit, so schlage ich dich nieder. Dankeschön. Guten Tag. Mein Name ist Herr Adler. Ich bin der Kastellan dieses Schlosses. Wir sind das Ehepaar Gambetta. Aus Lindenau. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, hier ist es am nächsten zu den Räumen des Schlosses. Filzpantoffeln. Schon von Natur aus, bitte. Das ist das sogenannte Prinzenzimmer. In diesem Korb hat das Windspiel geschlafen. Windspiel. Das Sie wissen doch. Zu denken, Claire, dass auch durch deine Räume einst Lebende der Führer mit beredtem Munde leitet. Gott sei Dank, konnte er ja bei uns, war es piekfein. Das ist der sogenannte Spiegelsaal. Das große Deckengemälde wurde geschaffen von dem französischen Maler Antoine Bestet. In griechisch-mythologischer Auffassung wird das Erwachen des Tages dargestellt. Bitte, meine Herrschaften, sehen Sie selbst. Sagen Sie mal, Herr Adler, woher wissen Sie das alles? Das mit dem Schloss und so? Also, mein Wissen habe ich von meinem Vorgänger, einem Herrn Breitriese, und der seinerseits hat es vom damaligen Archivar Herrn Brakrock mit. Und dann, was ich Sie noch fragen wollte, Herr Adler. Ja, bitte. Hat es wohl hier früher ein Badezimmer gegeben? Nein, aber heute gibt es eins. Und wenn Sie vielleicht wollen... Nein, nein, danke für das. Danke. Ein Geschenk der Großfürstin Sophie von Russland. Und das sind chinesische Vasen. Der junge Graf Schleuben hat sie von seiner Asienreise mitgebracht. Das ist ein ehrwürdiges altes Schloss. Die Erinnerung daran werden sie ihr ganzes Leben bewahren. Wir bedanken uns. Im Garten ist eine Sonnenuhr zu betrachten.
Aber Wölfchen, pass doch auf, du wirst uns so rumwerfen. Liebste Claire, wenn du so weitermachst, tue ich es tatsächlich. Ich habe es nunmehr satt, mein Herr. Ich werde meine graue alte Familie unglücklich machen. Ich stürze mich ins Wasser. Au! Ah ja, das ist die Rettung, meine Dame. Wir gehen an Land. Siehst du, mein Äffchen, das ist nun deine Heimat. Mhm. Sag mal, würdest du für dieselbe in den Tod gehen? Du hast es schriftlich, liebes Weib, dass ich für dich in den Tod gehe. Verwirre die Begriffe nicht. Amor patriae ist nicht gleichzusetzen mit der Amor als solcher. Die Gefühle sind andere. Nun, ich bescheide mich. Niemals eine andere geliebt vor mir. Hm? Nie. Aber wir sind beide nicht unerfahren. Wie kommst du auf eine so spießbürgerliche Frage? Aber warum ist der Mensch so drauf aus, beim anderen immer der Erste gewesen zu sein? Die Gier zu besitzen, Claire. Sie macht auch vor der Liebe nicht Halt. Rudern lassen, sonst machst du mich ja schon früh zur Witwe. Noch sind wir keine Eheleute. Bitte, nun rudere du. Ich kann es sehr schön. Ich konnte ja auch mal ohne Ruder. Ja, konnte ich. Lach nicht, du Lümmel. Darf ich mich nach dem Befinden der Familie Gambetta aus Lindenau erkundigen? Ist ja ganz romantisch, Herr Wirt. Schönen Abend, die Herrschaften. Claire. Wölfchen?
Mir ist so... Gut so, mein Junge. Nein, 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 Spaß beiseite. Mir ist mit dem Magen nicht recht. Das ist die Cholera. Wart, bis du was zu essen bekommst. Nein, so hör doch. Ich hab so ein Gefühl. Mhm. So leer, so... Typisch, das ist geradezu bezeichnend. Wölfchen, du stirbst. Die richtige Liebe deinerseits ist das auch nicht. Erst lasse ich dich Medizin studieren und jetzt willst du nicht mal durch deinen Hörer gucken. Haben Sie das Richtige gefunden? Das hier ist das Richtige. Haben Sie denn ein Rezept, mein Fräulein? Aber sie ist Medizinerin. Wird, verehrter Herr. Will mal werden. Nehmen Sie das hier. Altes Hausmittel. Von mir selbst gemacht. Was haben Sie es getrieben? Dann kommen Sie zu mir mit Magenschmerzen. Der Herr Apotheker macht sich über uns lustig. Ja, und der Bruch des Berufsgeheimnisses. Prost, Wölfchen. Auf die Alten. Auf die Alten. Eine maßlose Frechheit, dieser Apotheker. Hierher zu fahren, wenn das niemand merkt. Gute Nacht. Kommen Sie bald wieder. Aber es merkt niemand. Pass mal auf, es merkt niemand. Nequis animat vertat. Prost. Weißt du, lieber reise ich mit dem Flutzirkus wie mit dir. Als Kläre. Als mit dir. Ach, kann's auch nichts besser, als mich zu korrigieren. Ich finde, wir gehen noch ein Stück, ja? Herr Ober. Ja. Sein, ja. Bitte. Schönen Dank. Claire. Wölfchen? Die Tiere da oben, siehst du? Ja. So auch der Mensch. Wieso? Na bitte. Wie jene Lebewesen. Was hier zu symbolisieren ist, symbolisiere ich mir allein. Überhaupt, du musst doch schlafen gehen. Du sprichst ja schon ganz anders. Soll ich dich auf den Arm nehmen? Bule. Das hat es in meinem Haus noch nicht gegeben. Es war immer ein anständiges Haus. Ihr Haus? Wer hatte das Haus in die Ehe gebracht? Ihre ganze Heirat war doch nur Berechnung. Sie! Sie merken nur dich. Hier draußen ist es totenstill. Drinnen spielen sie ein Scheinleben. Und wir kommen hinzu, wissen nichts von den Voraussetzungen des ersten Akts und bleiben ernst. Oh, da kommt er ja. Himmel, der Fritz! Im Grase lag schlummernd ihr Kind.
Du hast verstanden? Der erste Akt. Uns fehlt der erste Akt. So ein kleiner Junge will sich das Theater besehen. Marsch ins Bett. Belustigen sich die Honoratioren, diese ackerbautreibenden Bürger, noch immer über uns? Ich bin fürchterlich in meiner Wut. Ja, ja, mein Jungchen. Nun geh mal zu Bett. Sonst nicht. Kläre. Kläre. Gleich, ja? Komm, kläre ich. Ich habe ihn beinahe drin gehabt. Kläre, ich schaff's wirklich nicht sonst. Du lass mal. Kläre. Kläre. Ich schaff's nicht wirklich. Wölfchen, pass mal auf. Da war ich noch ein kleines Mädchen. Und da bin ich zu meiner Freundin, die Alice, gegangen. Gib mir doch mal die Nadel auf. Und da war ein Herr. Wie er hieß, weiß ich nicht mehr. Und der hat gesagt, mein Haar ist wie aus Seide gesponnen. Und, ja. Na und? Nichts weiter. Claire, du liebst es, Geschichten zu erzählen, aber ohne Pointe. Und außerdem habe ich sie schon mal gehört. Es sind kleine, anspruchsvolle Begebenheiten aus meiner Kindheit. Und die musst du dir gerne immer wieder anhören. Gar nicht freundlich zu mir. Du liebst mich nicht mehr. Oh! 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 Ich meinerseits liege im Bett. Seinen Gulasch werfen. Sieh mal, er wundert sich bestimmt. Wie sieht's aus? Morgen, Wölfchen. Der junge Morgenmuffel, beeil dich. Alle Leute sind schon nach Tisch.
Ja, bei dir muss man immer ein wenig übertreiben, sonst hilft es nicht. Wölfchen, ziehe ich nun das Grüne oder das Weiße an? Welches möchtest du denn gern anziehen? Das weiß ich eben nicht. Deshalb auch war ich dich frage. So zieh dir das Weiße an. Ah, schön, dass dieser Junge mich tyrannisiert. Das ist einfach nicht zu sagen. Claire. Meinst du wirklich, dass ich das Weiße anziehen soll? Sieh mal. Ich meine, das mit den Flecken und so. Also das Grüne. Na schön. Ja, aber ich möchte doch aber gern... Ja, also, was möchtest du denn gern? Das Grüne. Ich sag's dir ja. Na, zieh's an. Wenn du es mir sagst, macht es mir gar keinen Spaß. Du musst sagen, zieh es nicht an, musst du sagen. Oder zieh das Weiße an, tja. Claire, bitte jetzt nicht deinen Auftritt in der Art, wie gewisse vornehme Frauen mit ihren Dienstmädchen umgehen. So, also in meinem Hause lasse ich mir das nicht sagen. Ich nicht. Sie stauben mir meine kostbaren Seidenmöbel nicht mehr ab. Sie... Geschöpf sie! Aber mein Mann, der Bergassessor, der wird Ihnen... Du hast den richtigen Morgenhunger, hm? Claire? Wolf? Ich denke, wir fahren heute Morgen ein wenig spazieren. Du und ich? Mich nimmt er gar nicht mit? Ich will auch mit. Ich sagte wir. Danke, alles in Ordnung, danke, alles schon gut. Ja, ja, du kommst auch mit. Nur weine mal nicht. Und es. Wolfgang, in so wunderschönes Deutsch sprichst du ja nun auch nicht. Das kann man nicht gerade sagen. Aber keine Sorge, meine Bemühungen werden mich das Ziel schon erreichen lassen. Mein Papa sagt immer, Wölfchen, ich spreche kein gutes Deutsch. Tja, er ist ein erfahrener Greis. Aber wie steht es ihm an zu sprechen? Stoße nicht in das Horn des Leichtsinns, mein Kind. Und witzele nicht über so schwerwiegende Dinge. Ich frage dich, hat er Unrecht oder hat er Unrecht? Zwei Möglichkeiten kommen nur in Betracht. Er hat Recht. Was? Oh, da kommt der Wagen. Ihr bestellter Wagen, meine Herrschaften. Ja, ja, bitte. Schönen Ausflug dann. Vielen Dank. Wölfchen. Claire? Merkst du nichts? Wie bitte? Na, ob du nichts merkst? Nein. Na, aber sieh mich doch mal an. Bei Gott nichts. Zuck die Achseln. Du musst ja nicht das mitsprechen, was in Klammern steht. Zuck die Achseln, weißt du, zuck die Achseln steht in Klammern. Aber merkst du nichts? Hm. Ah, ja. Du hast dich gewaschen. Aber ein blaues Band hatte ich gestern durch meine Bluse gezogen und nun nicht mehr. Du erlaubst ja nicht, du ja nicht. Du hast ja einen Freund, der sagt, bunte Bänder in der Wäsche tragen, nur Kellnerin. Kannst deinem Freund ruhig sagen, er könnte bei mir...
Gast gewesen sein, als ich vielleicht Kellnerin war. Ja, das werde ich ihm bestellen. Grün. Ich finde es herrlich. Dieser Wald hat nicht jene berühmte Schönheit, wie wir sie gelegentlich auf Postkarten und Bildern sehen. Aber er macht mich froh. Es ist wohl mehr unsere allgemeine Freude am Leben zu sein, liebste Claire. Wir leben zwischen den Vergangenen und denen, die noch kommen werden. Aber jetzt, ja, jetzt sind wir an der Reihe. Jetzt sind wir an der Reihe. Wie heiß ist es? Kann man eigentlich so den Hitzschlag bekommen, Claire? Das kommt ganz auf die Innentemperatur an, mein Junge. Du, bei deiner Hitze, du kannst wohl einen kriegen. Zeig mal die Zunge. Du hättest auch besser dran, mehr an den Kollegs aufzupassen als Herzen mit meinen Initialen in die Bänke zu schneiden. Überhaupt das Frauenstudium. Einen Weg zur Heilung werden wir schon finden. Wissen Sie, ob Ihr Herr Großpapa jemals an einem Icterus catarrhalis litt? Oder an einer Angina vincentis? Nun, wir werden das Übel schon beheben. Darf ich bitten, den Mund zu öffnen? Weiter, weiter. Und bitte die Augen schließen. Wölfchen. Claire? Erlaubst du es mir? Ja? Nur einmal. Bitte, bitte. Was denn, mein Kind? Was denn? Ich erlaub's dir. Im Namen des Herrn Kastellan Adler. Nun zeige ich Ihnen noch das Lieblingsplätzchen vom Prinzen Heinrich. Hier saß er. Thank you.
Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Die jungen Herrschaften wünschen bitte. Ich möchte bitte Wäscheknöpfe. Tja. Geben Sie mir doch bitte weiße Wäscheknöpfe zum Annähen. Ja, gewiss. Aber möchte der junge Herr nicht zu lange rausgehen? Welch treue Seele. So ist der sterbende Krieger seine Heimat erreicht. Alles umarmen können. Nicht, weil es gut oder schön ist, sondern weil es da ist. Weil sich die Wolkenbänke weiß und wattig lagern. Weil wir leben. Kraft. Kraft der Jugend. Nicht, Fräulein. Es dürfte sich nicht lohnen.
fiel fast alles auf der Welt, war zu befriedigen, beinahe jede Sehnsucht war zu erfüllen, nur diese nicht. Ganze Literaturen wären nicht, riegelten die Mädchen ihre Türen auf. Wir haben nichts mehr zu verschleiern, wir wissen um alle Heimlichkeiten der Körper. Glücklich sein, aber nie zufrieden, das Feuer nicht auslöschen lassen, nie, nie, in einem runden Loch reiste, träges, fauliges Wasser. Und es gibt keine tiefere Sehnsucht als diese, die Sehnsucht nach der Erfüllung. Sie kann nicht befriedigt werden. So gearteten Debatten aus dem Wege zu gehen, mein liebes Weib, verkünde ich hiermit, dass in dem Paket mit erhobener Stimme zwar etwas drin ist, du aber dasselbe mit Bedeutung nicht vor dem Abend öffnen darfst. Um 10 geht der Zug, um 3:15 darfst du. Punkt. Wölfchen. Claire? Sag mir doch, was drin ist. Sieh mal. Schweig! Ich habe gesprochen. Bitte, bitte. Und den hinteren Buchstaben auch? Ich meine den Endbuchstaben, ja? Na, ich zertrümmere dich. Nein? Nur den Anfang, hm? Bitte, bitte. Schluss! Wir gehen essen. Wölfchen, willst du gerne wissen, was es alles gibt? Ja. Laute, süße Sachen. Na? Ich sag's dir auch. Aber du musst mir sagen, was in dem Paket ist. Ich will nicht wissen, was in deiner Karte steht. Wölfchen, isst man Suppe mit dem Messer? Nein, diese Person. Wölfchen, die meint mir. Konntest du ihr nicht gefordert gehabt hab's? Sieh mal, ich bin doch eine Feine, nicht wahr? Oder glaubst du, ich bin eine Prostituierte? Ich nicht sie. Lass das Alter gewähren, mein Kind. Vielleicht hat sie nicht so hübsche Jugenderinnerungen. Wie schrieb der große Friedrich an den Rand seiner Akten? Mein lieber Geheimrat, schrieb er, wir sind alt und können nicht mehr. Wir wollen uns über die freuen, die noch können. Wo geht es hier zum Forsthaus? Und ist das weit? Warten Sie! Wir kommen ran! Steigen Sie ein, wir fahren da vorbei. Ich studiere Heilwissenschaft. Interessante Kräuter gibt es hier. Und wozu das? Das brauche ich für meine Kinder. Ich lade mir arme Kinder zu Tisch. Ich prüfe durch abgemessene Gewichtsportionen die Wirkungen gewisser Hydrate. Ich nehme mich sozusagen der Opfer der kapitalistischen Wirtschaftsordnung an. Und wie machen Sie das? Durch gute Ratschläge. Haben Sie selber Kinder? Sind Sie verheiratet? Nein. Heiraten will ich vorläufig nicht. Ich habe noch keinen Mann gefunden, der Mann war, ohne Sexualtier zu sein. Aber sind Sie denn noch nie verliebt gewesen? Oh. Ich besitze, ohne unbescheiden zu sein, Temperament genug. Auf einem Vereinsfest habe ich neulich sogar etwas getrunken.
Aber das sind doch Nebendinge. Für mich geht es um die Pflicht als Wissenschaftlerin. Ich habe Achne. Ich bin Studmet. Herrschaft, mit wem habe ich das Vergnügen? Wir haben hier mehr ein kleines Besitztum. Nicht sehr bedeutend. Etwa morgen. Das ist mein Bruder. Wir sind noch nie in einer großen Stadt gewesen. Unsere Eltern erlauben es. Wie sieht es denn so aus in Berlin? Wir haben ja so bunte Vorstellungen davon. Aber nicht wahr, aus Büchern kann man das nicht so. Nein, aus Büchern kann man das nicht so. Man muss wirklich einmal. Ich kann das den Herrschaften nur empfehlen. Diese verschiedenartigen Kreise, diese Anregungen. Also man muss gehörig auf dem Posten sein, um all den Anforderungen Genüge zu tun. Ich, Lissy Achner, bin auf dem Posten, das kann ich wohl sagen. Sie sind ein begabtes Mädchen. Sie haben feste Begriffe über die Liebe und das Leben. Ich bin Monistin. Was ist denn das? Ich bin erfüllt von dem Glauben, dass sich alles auf natürliche Grundlage nach Maßgabe der betreffenden Umstände aufbaut. Und diese Umstände zu erkennen, die man als Zeitprodukt auch neuerdings Milieu nennt, auf die kommt es an. Erkenntnis ist das Wort. Da ging es nichts zu sagen. Und so ist Erkenntnis das Element allen Lebens. Wie will man sich vor Liebesschmerz hüten, ohne die Elemente dieses Affekts wie Liebe und Schmerz analysieren zu können? Wenn wir heute noch nicht so weit sind, liegt es an der Mangelhaftigkeit unserer Apparate bzw. Organe. Naja, es wird schon noch werden. Was in dem Paket ist. Sonn dich weiter, Liebes. Es ist der letzte der drei Tage, aber ich bin so froh wie am ersten. Wir wollen uns Erinnerungen machen, die Funken sprühen. Ich finde, wenn du es mir sagst, gefällt es mir hier viel besser. Ich bin neugierig, alle Frauen sind. Ich will dir mal was sagen. Ich will es überhaupt nicht wissen. Überhaupt, es ist mir egal, es lässt mich kalt. Das kannst du auch brauchen. Neugierig bin ich gar nicht. Wissen möchte ich's bloß. Sie hat es nie erfahren. Das Paket wurde im Hotel vergessen. Leuchtender. Leuchtender Tag. Dasein. Voraussetzungsloses Dasein. Und immerfort wissen, dass eine ist, die gleich fühlt. Fühlt sie wirklich? Aber ist das nicht einerlei, wenn wir nur glauben? Nun, wir glauben eben einmal, dass wir uns deshalb nicht begegnen, weil wir nebeneinander demselben Ziel zulaufen. Gleichstrebend, parallel. Dies zu wissen, das ist Glück. Ein Seitenblick genügt. All deine Empfindungen sind hier noch einmal. Aber umkleidet mit dem Reiz des Fremden. Wozu noch sprechen? Wir wissen ohnehin. Wozu versichern, betonen? Wir wissen. Und das Erlebnis? Und ich? Und sie? Das gibt einen Klang, einen guten Dreiklang. Sie empfanden Abschied. Sie mussten fort. Leises Trauern. Abschied. Eine neue Etappe, aber diese haben wir gelebt. Wolfgang. Claire. Gehen wir noch ein bisschen spazieren? Komm in die böhmischen Wälder. Thank you.
Wenn aber im Jahre 1985 ein neugieriger und verliebter junger Herr den Bücherschrank seiner Großmama durchstöbert, wird er von ganz hinten einen auf Bütten abgezogenen und in rotes Bockleder gebundenen Band herausklauben. Nummer 18, vom Verfasser signiert. Was ist das, wird der junge Herr fragen. Und die Großmama wird sich den Band geben lassen, ihn ganz nah an die Augen halten und dann leise lächeln. Das, wird sie sagen, hat mir mal dein Großvater selig geschenkt, als wir uns verlobten. Aber du darfst es behalten und für deine Lydia mitnehmen. Das tut der junge Herr. Er packt den Bocklederband mit einigen Dingen, die zu schenken in dieser Zeit schick sein wird, zusammen und sendet es an Lydia. Und Lydia wird die schicken Dinge sehr bewundern, sich an ihnen und am zukünftigen Neid ihrer Freundinnen erfreuen und schließlich einen Blick in das Buch hineintun und ein bisschen darin blättern. Weil aber die Zeit läuft und sich das, was zwischen den Zeilen eines Buches ausgedrückt ist, niemals länger als 50 Jahre hält und mit den Menschen, von denen es und für die es geschrieben ist, dahin geht. Deshalb wird die Dame Lydia mit den Achseln zucken und sagen, reizend. Und dann wird die Geschichte mit ihr und dem jungen Herrn ihren Fortgang nehmen.